Hallo, hier ist Tina. Schön, dass ihr immer noch Interesse an der Philosophie habt, sonst hättet ihr ja wahrscheinlich nicht wieder eingeschaltet. Was denkt ihr? Haben wir Menschen Gemeinsamkeiten mit den Axolotl? Schon immer, in der ganzen Philosophiegeschichte, haben die Menschen versucht, sich vom Tier abzugrenzen, also herauszufinden, was eigentlich das Besondere am Menschen ist. Es wurde gesagt, nur der Mensch hat Vernunft, nur der Mensch hat Selbstbewusstsein, nur der Mensch hat Kultur oder Sprache. Und auch ist es nur der Mensch, der eine Seele hat. Solche Abgrenzungen wurden gemacht, zum einen, um die Sonderstellung des Menschen hervorzuheben. Und natürlich zum anderen, um zu garantieren, dass sich Menschen anderen Menschen gegenüber moralisch richtig verhalten. Natürlich hat es für uns Menschen viele Vorteile, aber diese strikte Abgrenzung zwischen Mensch und Tier hat eben auch dazu geführt, dass nur der Mensch im Mittelpunkt unseres Denkens steht. Die Folgen von diesem Denken sind uns allen bewusst. Wir können Tiere zu Forschungszwecken verwenden, wir können Tiere essen und wir können Tiere in der Massentierhaltung halten. Gut. Die letzten beiden Punkte betreffen Axolotl nicht, aber schlimm genug für alle anderen Tiere. Es gibt aber eine philosophische Denkrichtung, die das ganz anders sieht. Diese nennt sich Utilitarismus. Erinnert ihr euch an Aristoteles und seine Sache über das Glück? Er sagte doch, der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein. Und genau darauf baut eigentlich der Utilitarismus auf. Die Vermehrung des Glücks und somit die Einschränkung des Leids werden zum Ziel. Hier geht es um die Vermehrung des allgemeinen Glücks, nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere, weil Tiere, wie wir Menschen auch, empfindungsfähige Wesen sind. Der Philosoph Jeremy Bentham sagte, die Frage ist nicht, können Tiere denken oder können Tiere sprechen, sondern können Tiere leiden? Und genau das ist der Grundgedanke gewesen, um Tiere in die Moral mit einzubeziehen. Der Philosoph John Stuart Mill sagte später, es ist besser, ein glückliches Schwein als ein unglücklicher Mensch zu sein. Ihr seht, auch Mill greift auf Aristoteles Grundgedanken über das Glück zurück. Und könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Wärt ihr auch lieber ein glückliches Schwein statt ein unglücklicher Mensch? Oder vielleicht lieber ein glückliches Axolotl statt ein unglücklicher Mensch? Vielleicht ist dieser Vergleich besser, denn wer möchte schon ein Schwein sein oder als solches bezeichnet werden? Denkt nochmal an das Video zurück, als wir darüber gesprochen haben, wie sich ein Axolotl fühlt. Mit diesem Gedanken im Hintergrund wäre ich selbstverständlich lieber ein glückliches Schwein oder ein glückliches Axolotl statt ein unglücklicher Mensch.
Der zeitgenössische Philosoph Peter Singer sieht es genauso wie Bentham und Mill. Auch er sagt, dass es wichtig ist, das Glück zu steigern oder das Leiden einzuschränken. Peter Singer geht sogar noch einen Schritt weiter. Singer sagt, dass viele Tiere aufgrund ihrer biologischen Gegebenheiten Personen sind. Daraus folgt, dass sie auch als solche behandelt werden sollten, mit all ihren Rechten. Als Person zählen alle Wesen, die Selbstbewusstsein haben, die kommunizieren können und die eine Vorstellung davon haben, wer sie sind. Forschungen haben ergeben, dass das auf viele Tiere zutrifft. Der Utilitarismus hebt die strikte Trennung zwischen Mensch und Tier auf. Er geht von Gemeinsamkeiten mit gewissen Unterschieden statt von Unterschieden mit gewissen Gemeinsamkeiten aus. Und das ist ein ganz anderes Denken. Beziehen wir all diese Gedanken wieder abschließend auf unsere Axolotl. Dass sie leidens- und empfindungsfähig sind, wird wohl keiner bestreiten. Sind sie auch Personen? Wir wissen es nicht. Dennoch wird an ihnen geforscht, weil es ihnen ja möglich ist, dass ihnen abgetrennte Gliedmaßen nachwachsen. Aber ist das mit all dem, was wir jetzt wissen, noch moralisch vertretbar? Das bin ich. Ich bin weder ein Axolotl noch ein Schwein, zumindest nicht auf biologischer Ebene. Aber wenn ich ein Axolotl oder ein Schwein wäre, würde ich wollen, dass man mich in die Moral mit einbezieht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ihr könnt auch mein Glück ein wenig vermehren, vielleicht indem ihr ein paar Kommentare schreibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.